Oh, erzähl, komm mal rein. Was ist das denn für Scheiße? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich guck hier mal kurz. Da ist nichts drin. Wollen wir uns zusammen die Scheiße angucken? Oh, guck mal, wie schön die Fliegen kreisen. Oh, dieser Duft. Oh, ich sehe da sogar ein paar Maisstückchen. Oh. Da ist sogar Paprika. Ich glaube, das ist ein veganer Energy Riegel. Entschuldigung. Was ist das? Das ist Pferdescheiße. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Hi, Sam Wright, hab dich gehört. Bitch. Wieder im Gleichgewicht. Nee, 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 kannst du vergessen, Mädchen. Hast du dir einfach ein Handy gegeben? Zweimal hintereinander direkt Handy in die Fresse. Willkommen zu den Tier-News. Ich habe heute an insgesamt 3 Bäume gepisst und dem Nachbarn in den Garten geschissen. Ich habe 2 Hündinnen bestiegen und danach ihren Herrchen ans Bein gepinkelt. Ich habe 2 Paar Schuhe zerkaut und in meinen Fressnapf gekackt, weil diese dämliche Olle mir nicht das ordentliche Futter gegeben hat. Und jetzt weiter zu den Außennews zum Elch. Ist der da am Schweben? Verleiht Unbesiegbarkeit. Bitte lesen Sie auch das Kleingedruckte. Ekstase-Popel. Was? Ekstase-Popel? Ja. Was zum Fick ist ein Ekstase-Popel? Frag ihn das und nicht mich. Ich hab Vorhaut gelesen. Da stand Vorhut und ich hab Vorhaut gelesen. Ja. Doofus zeigt allen seine Vorhaut. Was? Zombie-O-Penis? Was hat ein Orangensaft-Penis eines Zombies damit zu tun? Kannst du bitte aufhören, ins Mikrofon zu pusten? Soll ich jetzt ein Orangensaft-Penis eines Zombies finden? Ich gehe einfach rein. Es wird jetzt ein Film-Remake in 3D geben, freust du dich schon drauf. Das ist einer deiner Lieblingsfilme. Homo Fighter? Nein, Titanic. Das Einzige, was ich daran gut fand, ist, die am Ende gestorben sind und es kein Happy End gibt. Ja, nur die Frau überlebt. Obwohl da genug Platz für beide gewesen wären. Titanic ist eigentlich nur eine Doku darüber, wo eine alte Olle darüber erzählt, wie sie damals auf einem Schiff gefickt wurde. Ja, nichts anderes ist das. Hinsetzen! Hinsetzen! Ja. Der Reaper, ja. Und er setzt sich sogar hin. Yeah, DJ Tailslap.
in seinem neuen Song Clap That Floor. Woo! Yeah. Aha, aha. Geht es ab hier? Kamehameha! Hat die wirklich gerade Kamehameha gesagt? Ihr hört Harrison Wolf auf Radio Two Point. Ich habe gestern mal den Cirque du Parfait besucht. Ich war echt beeindruckt, wie experimentell die Vorstellung war, bis ich gemerkt habe, dass ich mich einfach falsch rum hingesetzt und die ganze Zeit auf die Zeltwand gestarrt hatte. Wie dumm. Ist nicht Vorrang, genau wie dein Mann. Sie ist die Nummer 1 in deinem Leben. Naja, vielleicht ich schreib da jetzt gar nichts mehr zu, die kann mich am Arsch lecken. Vielleicht will die auch Dose auf Dose kloppen oder so. Bah! Du machst ein Shepper-Konzert, so klok, 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 klok. Hört sich an wie so ein Pferdegetrappe. Shepper-Konzert. Hört sich an wie ein Pferdegetrappe. So klok, 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 klok. Ist das... Okay, die Frage kann ich mir sparen. Für viele Leute scheint das echt extrem schwer zu sein. Ja. Logisch denken. Einfach nur logisch denken. Wenn ich meinem Kollegen alles wegnehme, hat er nichts und kann mir nicht helfen. Das ist doch wohl logisch. Was soll er denn machen? Soll er die Gegner anfurzen und hoffen, dass die am Geruch sterben oder was? Ja. Dass die sich alle übergeben und sagen so von wegen, oh boah, na komm, wir geben auf, aber Hauptsache du gehst duschen. Weißt du, sowas... Boah, ey. Guck mal, das kleine Loch sieht aus wie so eine... Du weißt schon was. Er wusste es. Das Mugetti ist aber richtig geil gewesen. Juhu!